Hey! So, Romero's Aftermath offline. Cool, dass ich noch runterladen konnte, um es nicht spielen zu können. So, also ich habe mir das Spiel vor ungefähr ein oder zwei Monaten, weiß ich nicht genau, runtergeladen, nochmal runtergeladen, weil Kaiser meinte hier, wir können es ja nochmal zocken. Wie man sieht, das alles ist offline. Hier ist alles offline. Ständig versucht er zum Chat zu verbinden. Da ist eine Freundesliste, wo ich sie hätte einladen können, aber der Name wird nicht gefunden, ist ja klar, weil es gar kein Server online. Wie man sieht, alle Server sind offline hier. Ich gehe jetzt mal auf PvP. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel überhaupt noch startet. Komisch, ne? Das ist richtig komisch. Also, wie man sieht, hier oben steht auch immer, der versucht die ganze Zeit zu verbinden, alles komplett offline. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil ich habe mich schon gewundert, dass das Spiel überhaupt so lange online bleibt, weil doch sich so viele beschwert haben. Und relativ interessant eigentlich, dass hier komplett tot, ey, das wusste ich nicht. Das ist jetzt genau. Oh, na, heute, wie viel haben wir heute? 22. Ja, noch 2 Tage, dann ist es genau ein Monat offline und mir ist es nicht aufgefallen. So. Und wir haben vor einem Jahr zuletzt gespielt. Ja. Genau, das letzte Mal gespielt am 24.01.2016 und am 24.12. alles offline gegangen hier. Die Seite, alles. Das Witzige ist. Achso, wo war denn das? Nee, geh mal zurück. Mein Charakter ist doch zu sehen hier, ne? Ach, weißt du, ich habe das jetzt nochmal neu gestartet. Ja. Und da steht es direkt auf dieser Support-Seite, auf dieser Startseite, dass die Server offline sind. Ich frag mich gerade, der hat aber einen Patch runtergeladen. Von wo hat er den her runtergeladen? Hier steht ja auch nichts mehr. Ich weiß, also, und wie man hier sieht, alles ist alles ausgestellt, dass man hier, ich weiß nicht, Gold Coins kaufen kann, Golden Coins, alles ausgestellt. Das hat mich schon gewundert. Enter Code. Ich kann hier noch einen Code eingeben. So richtig. Ja, der hätten sie so weit ausstellen sollen, dass man das Spiel einfach nicht mehr starten kann, ne? So. Aber man kann für Gold noch diese ganzen Ingame-Sachen kaufen hier. Toolbox und was weiß ich nicht alles. Ja. Tolle Wurst. So. Erstmal die Grafik einstellen. Audio. Wobei Form gibt's ja noch hier, ne? Ja, hat wohl einer vergessen, den Stecker zu ziehen. Oder kommt keiner ran? Der letzte Eintrag, 16. Januar. 16. Januar? Ja gut, kann ich jetzt nicht gucken. Ist mir auch egal. Also das Spiel hat es offensichtlich nicht lange gemacht hier. Ich glaube, das ist irgendwann Ende 2015 oder so online gegangen. Oder so, ja, im Herbst. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann auch Sommer gewesen sein. Auf jeden Fall erst so Mitte 2015, weil ich habe da zwischendurch mal eine Weile nicht gespielt, dann wieder gespielt und jetzt ist es komplett tot. Wie man sieht. Naja, tschüss. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Nichtzocken von Aftermath. War schön. Naja, vielleicht kommt es ja mal wieder unter einem anderen Namen. Wäre ja dann das dritte Mal, vierte Mal irgendwie so. Gut, bis dann. Viel Spaß noch. Tschüss.